Musik über deine Tracks, als wären sie auf dem Klo geschrieben. Glaub's nicht, wenn, dann geb ich mir Mühe, bring die Hörerschaft zum Staunen. Kein inhaltlose Scheiße über Dope-Rap und Schaut, der millionenfach geklaut. Ich wünsche ihnen von Rosen, dass sie sich alle mal aufstellen und fallen sie sehr in ihre Zombies und Omen. Es wohnen bei so einem Idioten auf, die zwar modisch aussehen, aber nicht als so gezaubert. Jetzt noch einen spontanen Redner hier, gerne etwas über das Thema Elektromobilität erzählen möchte. Bitte schön. Also folgendermaßen, ich bin interessiert der Reihe in Sachen Elektromobilität bzw. alternativen Antrieben und beschäftige mich da mal ein bisschen. Ich schreibe auch dann die Firmen an. Antworten doch dann meistens oder sind halt zickig, wenn sie nicht antworten. Jedenfalls wir oder uns wird klar gemacht oder in Zukunft, zumindest mit der BRD ist es so, die Elektrofahrzeuge schaffen angeblich mehr als 100 Kilometer. Jetzt gibt aber die amerikanische Firma Tesla, keine kleine Firma, die haben den Sitz in Kalifornien mit mittlerweile 5000 Mitarbeiter. Diese Firma schafft es, Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen mit 500 Kilometer Reichweite. Das sind wirkliche 500 Kilometer Reichweite. Für amerikanische Verhältnisse ist das so ein kleines Fahrzeug, das heißt, es ist nur 5 Meter lang und ungefähr 2,20 Meter breit, schafft aber doch immerhin mehr als 220 Sachen. Das spielt aber keine Rolle, für amerikanische Fahrverhältnisse langt das. Dieses Fahrzeug oder dieser Hersteller ist der Gründer von der Firma PayPal, sagt das sicher was? Und auch seine Firma, die produziert die SpaceX, also die Rakete, die die ISS versorgt. Mittlerweile ist es so, es geht die Angst um, weil dieser Hersteller auch in Europa jetzt verkauft. In Amerika verkauft er schon mehr als Porsche und Mercedes zusammen. Deswegen ist Mercedes jetzt auch eingestiegen und hat sich dort schnell Anteile gesichert. Das erste rein amerikanische Elektroauto von Mercedes ist die B-Klasse. Natürlich mit Patenten von Firma Tesla. Das sagt natürlich keiner. Natürlich hast du gesagt, ja, wir sind toll, hahaha, wie toll. Jetzt kommt dieser Hersteller nach Europa und hat auch, deswegen geht hier auch die Klammer, weil wir haben, oder die deutsche Automobilindustrie hat dem nichts entgegenzusetzen. Nichts. Wir haben jahrelang verschlafen und verschlafen immer noch. Wir sind europaweit 10 Jahre oder 15 Jahre hinter den anderen Ländern hinterher. Stichwort Japaner, sogar 20 Jahre fast. Dieser Hersteller geht jetzt hin und macht Ladestationen mit 80% in 20 Minuten. Wir haben nichts entgegenzusetzen. Deswegen heißt es dann natürlich, ja, das geht schon mal gar nicht und so weiter. Dieser Hersteller geht hin und macht auf seine Kosten Ladestationen, zieht er auf. Die anderen Länder haben dann gemeint, okay, das kostet mich nichts. Also, solange bis die was Eigenes haben. Natürlich in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland hieß es dann, ja, schon gar kein Amerikaner und was bilden die überhaupt ein und bla 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 bla. Es ist eigentlich bedenklich, weil uns wird mal wirklich wahr, für Elektrofahrzeuge sind nicht mehr als 100 Kilometer möglich, aber bei diesen Fahrzeugen ist 500 Kilometer ohne weiteres drin. Bei amerikanischen Fahrverhältnissen sage ich. Natürlich, wir müssen da keine 200 Sachen mit der Autobahn blasen, das ist Blödsinn. Nur, es ist bedenklich, dass man uns wieder weismachen will und wieder verarschen will. Es geht nicht, ja, und das geht überhaupt schon mal nicht. Und dann kommt ein amerikanischer Hersteller und sagt, es geht. Ja, und hier hört man kaum was davon. Wenn man was davon hört, ja, das ist amerikanischer Scheiß, das braucht man sowieso schon nicht und so weiter. Das ist eigentlich bedenklich.
Dann, was mir weiter ein Freund hat zu mir gesagt, oder ich habe mit dem vor ein paar Tagen gesprochen, das ist eigentlich, was mich zum Nachdenken anregt. Denn der Automobilindustrie ist eigentlich Elektro nicht gewollt. Wenn wirklich alternative Antriebe, dann Wasserstoff. Oh, das hat wirklich den Hintergedanken, müssen wir uns was überlegen. Bei Elektro sind wir nicht mehr von irgendeinem Hersteller bzw. von irgendeinem Tankunternehmen abhängig. Das heißt, es geht gar nicht, dass man daheim tankt. Das gilt mir überhaupt nicht. Also wird Elektro irgendwie so Wasserstoff wird irgendwie sterben lassen und wir favorisieren den Wasserstoff. Warum? Bei Elektro ist der Automobilindustrie ein Kraus, weil er verdient die nichts dran. Das heißt, kein Auspuff, keine Teile, keine Tankinfrastruktur, nichts. Wenn wir Wasserstoff haben, sind wir eigentlich wieder abhängig von einer Tankorganisation. Da wird wieder mehr Teile gebraucht und so weiter. Man ersetzt eigentlich den Wasserstoff oder den Rohstoff Öl nur durch Wasserstoff. Das heißt, der Wasserstoff ist jetzt schon klar. Das ist ein Auto von Braun. Das ist die Herstellung von Auto von Braun. Das heißt, der Wasserstoff wird in Arabien produziert, wird wieder mit dem Schiff hergebracht und muss wieder teuer hier verkauft werden. Warum eigentlich? Ich meine, warum kann man den Wasserstoff nicht in der BRD produzieren? Wieso? Das gibt mir die ganze Zeit zu denken und ich finde es eigentlich eher schade, dass wir wieder in Abhängigkeit gehalten werden und wenn ich dann schon wieder höre, ja, Elektroautos sind ja nicht ausgereift und bla bla bla, das ist alles die Argumente der Industrie. Das macht sich da aber gar keine Gedanken. Das heißt, man hört irgendwas, plappert irgendwas nach, statt sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Die Zukunft wird sowieso sein, man kauft das Auto nicht mehr für jetzt, für alle Zwecke, sondern man kauft das Auto in Zukunft für den Zweck, bei dem man es braucht. Das heißt, wenn ich die Fabriken kaum verlasse, reicht mich ein Elektroauto. Weiß ich aber, ich fahre jeden Tag Paris-Nizza und dann kaufe ich mir vornherein schon ein Wasserstoffauto. In Zukunft wird es sowieso sein, dass man nur noch Carsharing macht und so weiter. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich schade, dass sich so viele oder so wenige Menschen Gedanken drüber machen, über die Mobilität der Zukunft. Wir müssen mobil bleiben, da können wir nicht mehr zurückgehen zum Pferdezeitalter, beziehungsweise zu Fuß gehen. Nur Mobilität muss bezahlbar sein und vor allem muss sie sauber sein, aber bitte nicht so. Danke.